Erinnert ihr euch noch, wir haben im letzten Video über Cash Secured Puts gesprochen. Ne? Und jetzt habe ich noch eine Frage bekommen zu Cash Secured Puts, wieder aus unserer Facebook-Gruppe. Und Cash Secured Puts scheinen wirklich momentan das zu sein, was für die meisten super, super funktioniert. Und es funktioniert einfach auch super. Es ist, ich habe es schon mal gesagt, es ist meine persönliche Lieblingsstrategie. Wenn ich mir eine aussuchen könnte, also wenn ich jetzt sage, es gibt ja so viele Optionsstrategien, wenn ich sagen müsste, okay, du darfst nur noch eine einzige handeln, dann wären es Cash Secured Puts. Und da kam eine Frage dazu, die auch wieder was mit Cash Secured Puts zu tun hat. Und wir sprechen mal drüber, denn da geht es ums Risiko bei Cash Secured Puts. Deswegen, wir nennen das Video jetzt auch gleich mal Risiko bei Cash Secured Puts. Okay, los geht's. Also, folgende Situation. Jemand hat folgende Frage gestellt. Und zwar, er hat ein Konto mit 5.000 Euro. Oder Dollar, das ist egal. Und er schreibt darauf einen Cash Secured Put für eine Aktie, die 75 Dollar kostet. Also, Cash Secured Put bei einer 75 Dollar Aktie, beziehungsweise vielleicht eine Aktie, die auch ein bisschen teurer ist, aber beim Strike von 75. Okay? So. Du schreibst einen Put, das heißt, du gehst eine Verpflichtung ein. Was ist deine Verpflichtung? Dass, wenn... Hier den Put geschrieben, bei 75, wenn am Verfallstag der Preis bei 75 oder niedriger ist, musst du was tun? Richtig, du musst für 75 die Aktie kaufen und zwar 100 Stück. Also das heißt, du musst hier für 7.500 Dollar Aktien kaufen. So, und da kommt eben jetzt die Frage, wenn du ein Konto hast, was 5.000 Euro groß ist oder Dollar, kannst du denn dann überhaupt für 7.500 Dollar Aktien kaufen? So, der normale Menschenverstand sagt, nein, das geht natürlich nicht. Ich kann nicht für 5.000 Dollar, für 7.500 Dollar Aktien kaufen. Es geht natürlich schon, und zwar warum? Das Zauberwort heißt hier Margin. Jeder, der ein Konto hat bei Interactive Brokers, Lynx Broker, CapTrader, Agora, ja, also alle bei denen, die auch quasi über Interactive Brokers abrechnen, wird in der Regel ein Margin-Konto haben. Margin bedeutet, du musst immer eine Sicherheitsleistung für jeden Trade hinterlegen und nicht immer alles komplett bar bezahlen. So, das bedeutet aber zum Beispiel auch, dass du für einen Kauf von Aktien in Höhe von 7.500 Dollar nur circa 25% an Margin hinterlegen müsstest. Ne? So, das heißt also, 7.500, ein Viertel davon, das sind, wie sind das, 1.500, sagen wir, machen wir es mal ganz glatt und rund ein bisschen auf, vielleicht 2.000 Dollar. Das heißt, du müsstest nur 2.000 Dollar Margin hinterlegen. So, und damit kannst du in einem 5.000 Dollar Konto natürlich auch einen Cash Secured Put bei 75 schreiben, um dann für 2.000 Dollar Margin diese Aktien zu kaufen. Bevor jetzt aber die Ersten hier schon in die Tasten hauen und jetzt sagen, das ist ja alles Quatsch, so viel zu riskant. Jawohl, nur weil man etwas kann, muss man es ja nicht machen. Ne? Du kannst auch mit 350 über die Autobahn fahren. Die Frage ist, musst du das machen? Kann man, muss man aber nicht. Ja? Und in dem Falle würde ich dir es auch nicht empfehlen. Ich persönlich definiere für mich Cash Secured Put so, dass ich sage, okay, wenn ich 5.000 Dollar habe, dann kann ich auch nur für 5.000 Dollar Aktien kaufen. Das heißt, was bedeutet das, wenn du ein 5.000er Konto hast? Das bedeutet natürlich, dass du dir dann nur Aktien auch raussuchst, auf die du Cash Secured Put schreibst, die eben 50 Dollar oder weniger kosten. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du schreibst ja einen Cash Secured Put irgendwo für eine Aktie beim Strike von 30, dann würde das bedeuten, okay, du kaufst für 3.000 Dollar dann im Falle eines Falles die Aktien. Das würde dich nur wahrscheinlich 750 Dollar Margin kosten, aber du hast das ganze Geld hinterlegt. Und der Grund, warum ich das persönlich so mache, ist, wenn du natürlich hier nur 2.000 Dollar Margin hinterlegst, du hast aber 7.500 Dollar eigentlich drin, das bedeutet ja auch, dass du dich sehr, sehr schnell oder dass du sehr schnell in Margin-Probleme kommen könntest, weil, stell dir vor,
du hast diese 100 Aktien, die jetzt 75 Dollar kosten und die bewegen sich jetzt mal 10% und jetzt nicht zwingend in deine Richtung, sondern gegen deine Richtung, also das heißt, es geht nach unten, dann verlieren die 750 Dollar. So, das heißt, dein Konto sinkt auch um 750 Dollar und du kommst eben sehr, sehr schnell dann hier in Margin-Probleme beziehungsweise kannst nichts mehr machen. Und deswegen, das ist quasi ein Hebel, den du hier nutzt, aber du weißt, Hebel kann immer alle beide Seiten gehen und deswegen ist das absolut nicht empfehlenswert, vor allen Dingen nicht dann, wenn du nur so ein kleines Konto hast, weil ein kleines Konto impliziert für mich auch immer ein bisschen, es ist jemand, der am Anfang steht. Und gerade die allerersten Trades sollten immer so sein, dass man mit wenig Risiko agiert. Okay? So. Und deswegen mein Tipp an dich, such dir Aktien raus, die zu deiner Kontogröße passen. Das ist zugegebenermaßen bei 5.000 Dollar relativ schwierig, ne? Weil wenn du halt jetzt Aktien, wenn du jetzt irgendwie Prämien einnimmst für eine Aktie, die 20 Dollar kostet, dann ist das natürlich auch sehr wenig. Du nimmst vielleicht nur 20 Dollar Prämie ein und dann hast du oftmals noch Gebühren. Das heißt, das rechnet sich nicht so viel. Aber denk immer daran, gerade am Anfang geht es nicht so sehr um den reinen wirtschaftlichen Erfolg, sondern geht es auch darum, das Ganze zu lernen, zu verstehen, in Echtgeld zu erleben. Und du wirst so ein Konto ohnehin auffüllen müssen, damit irgendwann mal ein großes Konto daraus wird. Du tradest kein Konto von 5.000 Euro auf eine Million hoch. Das funktioniert. Ja, es wird schon mal irgendeinen gegeben haben, der es gemacht hat, aber das ist jetzt nicht der Anspruch, den man haben sollte. So, und deswegen such dir immer Aktien raus beim Cash Secured Put System, die zu deiner Kontogröße passen. Und ja, es ist einfacher, in Anführungszeichen, das mit einem 100.000 oder 200.000 oder einer Million Konto zu machen, aber wer es mit einem 5.000er nicht hinbekommt, kriegt es auch mit einer Million nicht hin. Ne? Das heißt also, du musst mit einem kleinen Konto anfangen oder mit kleinen Trades anfangen, damit du das Prinzip verstehst. Okay? So. Tolle Frage. Also, tolle Frage. Ich denke, wir haben alle wieder was gelernt zum Thema Cash Secured Put. Und wenn du mehr darüber wissen willst, zum Thema Cash Secured Put, ne, dann ist hier unten ein Link. Da gehst du einfach drauf, optionsstrategien.com/termin, trägst dich ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und dann zeigen wir dir in einem Gespräch auf, was alles möglich ist, was du machen kannst und wo du hinkommen kannst, wenn du einfach mal den Entschluss fasst, sagst, jawohl, jetzt will ich es auch endlich mal richtig lernen von der Pike auf und ich will es richtig verstehen. Sprich mit uns, wir zeigen dir den Weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.